Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Samsara. Wir machen jetzt hier weiter mit der nächsten Etage. So, gucken wir mal da rein. Erstmal so. So müsste es doch auch gehen. Also, gehe ich jetzt einfach mal von aus. Wir schauen jetzt einfach mal, was passiert. Ich hoffe, der kann... Oh nein, der darf ja überhaupt nicht fallen. Er darf überhaupt nicht fallen. Er darf gar nicht fallen. Okay, er darf nicht fallen. Okay, er darf nicht fallen. So. Er darf nicht fallen. Ah ja, okay. So. Und dann... Funktioniert das? So rum muss es klappen. Na klar. So rum muss es doch funktionieren. Ja. Mhm. So. Stage 2. Funktioniert das so? Ich denke nicht. Ich glaube es nicht, dass das funktioniert. Aber wir probieren es jetzt einfach mal. Wir schauen mal, was passiert. Wenn er da drin landet, ob das rein... Würde das zählen? Nein, ja, geht nicht.
Läuft er denn überhaupt da drüber? Oder stürzt er da auch schon ab? Dann geht er auch schon nicht, okay. Okay, das geht auch schon nicht. Ich muss mir mal einen Tipp geben lassen. Ja, toll. Das hatte ich ja schon. So, wenn ich den dahin mache, ja, und dann? Und dann den dahin. Na, irgendwas ist doch hier immer noch faul. Was ist der zweite Tipp? Hä? Ja, und jetzt? Soll das jetzt funktionieren? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh nein, ja, okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ja, klar, Alter, oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Das war jetzt, alter Vater, das war jetzt eine schwere Geburt, ey. Das war jetzt eine schwere Geburt. Jetzt habe ich aber keine Tipps mehr. Jetzt habe ich keine Tipps mehr. Wo läuft er denn überhaupt hin? Nach rechts wieder, genau. Okay, er läuft nach rechts. So, hä? Du bist ja putzig jetzt hier. So, okay. Jetzt läuft er da rein. Kommt da raus, geht dahin zurück. Dann muss ich das hier nochmal drehen. Und dann... Also, er läuft jetzt darüber. So, wir machen jetzt... Ich muss den Mauszeiger, muss ich, glaube ich, mal einblenden. So, Mauszeiger. So, also. Jetzt müsste man den sehen, oder? Nein, sieht man nicht. Doch, jetzt sieht man ihn. Da läuft er jetzt rüber, dann kommt er hier oben raus, dann läuft er da dagegen, läuft wieder zurück, kommt da wieder raus, läuft da zurück, läuft da hoch, das müsste klappen. Also, lass es uns ausprobieren. Da läuft er dagegen, kommt wieder zurück, geht jetzt da hoch und ist drin. Jawohl, das hat funktioniert. Nummer 4. Hm.
Okay. Ich habe nur ein einziges Teil. Ja, es geht ja trotzdem. Der läuft hier rüber. Dann kommt er da raus, läuft dahin wieder zurück, geht da wieder raus, geht da hoch, funktioniert. Sehr nice. Nächstes Level. Samsara! Level Nummer 5. So, jetzt habe ich zwei Stück zur Auswahl. Ich muss sowieso erstmal da hochkommen. Sonst geht ja schon mal gar nichts. So. Läuft dahin, dann läuft er dahin und dann muss das hier noch gedreht werden. Das geht aber nicht. So funktioniert das denn überhaupt? Das geht natürlich nicht. Aber das geht. So, er läuft da hoch, dann läuft er dahin, da hoch, fertig. Klappt. Yippie! So, nächstes Level. Nächstes Level. So. Ich mache hier den ganzen Kram aus da. Okay. Was will ich wissen? Ist immer noch da. Okay. Also. Nächstes Level. Oh. Wo ist es jetzt hin? So, da. Nächstes Level. Level Nummer 6. Stage 2, Level 6. So. Erstmal so. So, noch ein bisschen anders da machen. Wir machen es jetzt so. So geht's. Genau. Also, er läuft jetzt dagegen. Zack, dann läuft er dahin zurück, dann läuft er da runter und fertig, dann hat er es gebaut. Yippie! So, Level 7! Samsara!
Also er läuft erstmal wieder nach rechts los. Wenn ich den jetzt starte, läuft er hier los und dann stirbt er da so. Das heißt, das muss ich schon mal verhindern. Das ist Mission Nummer 1, zu verhindern, dass der Oddel da stirbt. Danke. Gibt es leider nicht viele Möglichkeiten. Rein theoretisch könnte ich das Ganze so machen. Na, so schon immer gar nicht. Und so. Dann würde er jetzt erstmal loslaufen und würde zumindest mal. Ups. Ist ja eigentlich relativ einfach jetzt hier. Ich muss jetzt nur aufpassen. Er kommt hier raus. Also jetzt pass auf, er läuft da rein, dann geht er darüber, dann geht er zurück, dann kommt er hierhin zurück, dann geht er da hoch. Fertig. Das funktioniert. Also. Einmal, zack. Da zurück, zack. Was? Jetzt geht's wieder zurück, zack. Und jetzt geht er da oben rein, zack. Und ab ins Ziel. Fertig. Ja, Mann. Und damit hätten wir noch Level 8. Okay. Level 8 ist relativ nice. Okay, als allererstes käme ich in das Blaue. Nur muss ich natürlich erstmal überhaupt dahin kommen. Da fangen die Probleme dann auch schon an. So, ich könnte jetzt zum Beispiel mal das hier machen, ne? So, dann bin ich aber immer noch nicht da. So, wenn ich das jetzt mache und das jetzt hier mache, was nicht gehen wird. Das wird so schon einmal nicht funktionieren. Ich muss so machen. Nein. Auch das wird nicht funktionieren. Weil ich muss es hier irgendwo machen. Dann fällt das runter. Genau. So, jetzt geht er da hoch. Dann kommt er da entlang. Dann habe ich hier das nächste Problem. Das eine wird so sein und das andere wird so nicht funktionieren. Okay, bedeutet. Ich muss. Erstmal den fallen lassen. Und dann den. Nein. Ja, das geht aber nicht. Das würde. Er geht da rein. Dann geht er da hin, 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 dann geht er da hin und dann ist er tot. Das funktioniert nicht.
Rein theoretisch. Sind es eigentlich unterschiedliche? Ja, es sind unterschiedliche, bedeutet. So geht's aber auch nicht. Das funktioniert nicht. Ich müsste es eigentlich genau andersherum machen. Dann würde das dort funktionieren, aber hier eben wiederum nicht. Aber wenn ich den jetzt runterfallen lasse, Ja, dieses Level hier, muss ich sagen, ist jetzt doch ein klein wenig trickier, als ich das bis dato gewohnt. Ah, so kann ich es aber machen, ne? So kann ich es machen. Das funktioniert. Das wird funktionieren. Jetzt schauen wir mal. Zack. Das läuft. Es läuft, boah. Es läuft. Genau. Es läuft. So. Ja, Leute, das war jetzt Stage 2. Oh mein Gott. Two Dimensions, Two Characters. Das war jetzt Stage 2. Und Samsara. Okay. Ah. Ja. Alle neun Kapitel, 70 Levels, Charakter, Gegenstück C, 15 Hinweise, neue Puzzlearten, 4,99. Ist auf jeden Fall interessant. Wenn ich es mir holen soll, dann schreibt es mal in die Kommentare. Ich finde das Spiel mega nice, muss ich echt sagen. Ist eine coole Idee. Und also ist wirklich mega spannend. Ich bin auch eigentlich muss ich sagen, reizt mich das schon, diese 70 Level da komplett durchzuballern. 9 Kapitel, 2 Chapter habe ich ja schon durch. Es wären noch 7 Stück. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Schreibt mir was in die Kommentare, falls es euch gefällt und ich das weitermachen soll. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Läutet die Glocke und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn ich euch wieder ein neues Spiel vorstelle oder eventuell hier Samsara weiterspiele. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.